In diesem Video geht es um den S-Modus bzw. TV-Modus deiner Kamera und warum der ziemlich praktisch ist. In dieser Lektion geht es um den S-Modus bzw. den TV-Modus deiner Kamera. Auf Englisch heißt das Shutter Priority und auf Deutsch übersetzt Verschlusszeit Priorität. Also die Verschlusszeit hat hier Priorität. Wann benutzt man diesen Modus? Immer dann, wenn man die Verschlusszeit für wichtig für das Foto empfindet. Zum Beispiel bei so einem Bachlauf. Wenn man da eine Langzeitbelichtung machen möchte, dann ist ja die Verschlusszeit wichtig und die Blende erstmal nicht ganz so wichtig und der ISO-Wert auch nicht ganz so wichtig. Oder jetzt hier in der Situation, da hinten steht Flo. Flo, du kannst mal winken. Hallo. So, Flo wird gleich mal hochspringen in die Luft und auch hier ist die Verschlusszeit wichtig, weil wenn ich ihn einfrieren möchte in dem Moment, wo er in der Luft ist, dann brauche ich eine schnelle Verschlusszeit. Und die stelle ich jetzt hier an der Kamera gleich ein. Aber erstmal testen wir das Ganze im Automatikmodus und warum zum Beispiel der S-Modus besser geeignet ist für so etwas. Ich gehe jetzt mal in den Automatikmodus, fokussiere auf Flo und jetzt sagt mir die Kamera, Blende 400stel ISO 100. Flo, spring mal in die Luft. So, jetzt springt er in die Luft und seine Füße sind aber unscharf. Warum? Weil ein Hundertstel zu langsam ist. Woher soll die Kamera auch wissen, dass ich jetzt Flo gerade einfrieren möchte? Also maximal würde die Kamera ja erkennen, das ist ein Mensch. Vielleicht will ich ein Porträt fotografieren, vielleicht Blende auf. Das könnte man noch vermuten, aber woher soll die Kamera wissen, man will jetzt in die Luft springen? Also, was brauche ich? Den S-Modus. Und ich drehe jetzt mal das Rad hier oben auf S. Und jetzt kann ich die Verschlusszeit auswählen. Und die Blende wird automatisch angepasst. Das heißt, ich halte jetzt mal die Kamera auf Flo und sehe, je schneller ich die Verschlusszeit mache, automatisch wird die Blende weiter mit geöffnet, bis zu einem Punkt, wo es anfängt zu blinken, jetzt. Und das bedeutet, Blende geht nicht mehr weiter auf. Achtung, du solltest lieber mit etwas anderem kompensieren. Und das können wir zum Beispiel mit ISO. Wir können den ISO höher machen. Wir können auch die ISO-Automatik anmachen. Bei manchen Kameras ist es automatisch so, wenn man den S-Modus anhat, dass auch ISO-Automatik mit an ist. Bei der Kamera nicht. Das heißt, ich aktiviere die mit. Es gibt noch eine ganze Lektion über ISO-Auto. Da will ich jetzt hier nicht zu sehr ausschweifen. Nur so viel. Wir brauchen hier eine schnelle Verschlusszeit. Und ISO-Auto macht hier auf jeden Fall auch Sinn. Ich bin jetzt hier im S-Modus auf einem 800stel. ISO-Auto und die Blende stellt die Kamera automatisch ein. Nochmal wichtig, ich kann hier auch korrigieren, heller und dunkler, kontrollieren, dass man auf der 0 ist. Bin ich auf der 0? Okay. Und dann gebe ich Flo das Kommando und sage, Flo, spring mal in die Luft, let's go. So, jetzt springt er in die Luft und alles ist scharf, die Haare sind eingefroren, der Moment ist perfekt eingefangen. Und genau dafür ist dieser S-Modus da. Also immer, wenn es schnell gehen muss und vielleicht auch die Lichtsituation sich wechselt, du aber weißt, ich brauche eine schnelle Verschlusszeit, mindestens ein 800stel, ein 1000stel, ein 400stel, was auch immer, dann kannst du diesen S-Modus super benutzen. Kleine Eselsbrücke, Sportmodus könnte man ihn auch nennen, weil man ihn eben super zum Beispiel für Sport benutzen kann, aber eben auch für eine Langzeitbelichtung, wenn die Kamera automatisch die Blende einstellen soll. Wenn man sagt, ich will eine halbe Sekunde haben, Bachlauf soll so ein bisschen verschwimmen, stell mir den Rest einfach automatisch ein. Und eben schon erwähnt, du kannst es heller und dunkler noch gestalten. Wir können das ja mal machen. Ich gehe hier unten rein und sage jetzt, komm, mach mir noch ein bisschen heller das Ganze. Plus 1, 800stel bleibt, der Rest wird automatisch angepasst, Bild ist heller. Okay, Flo, spring nochmal in die Luft und los. Boom. Und noch einen machen wir. Jawohl. Und er ist perfekt eingefangen in der Luft. Jetzt gibt es natürlich einen kleinen Nachteil, und zwar die Blende. Vielleicht möchte man gar nicht, dass die Blende so weit offen ist. Also jetzt in dem Fall zum Beispiel um die Blende 2. Weil der Hintergrund wird ja dann unscharf und vielleicht ist die Person dann auch schon leicht aus der Schärfe raus. Vielleicht will man ja viel lieber, dass man so auf einer Blende 5,6 oder sowas ist. Und genau da ist halt dann der manuelle Modus der Modus, wo man 100% Kontrolle hat und der Kamera genau sagen kann, so und so soll man es machen. Aber trotzdem S-Modus, keinen Sportmodus nennen. Eine super Sache, wenn man zum Beispiel Fußballmatch fotografieren möchte, Eishockey, irgendwas, wo viel Bewegung ist, vielleicht noch in der Halle, Sonne, Licht, Schatten irgendwie.
und dafür der S-Modus super geeignet. Deine Aufgabe ist jetzt, geh in den S-Modus und probier diesen Modus mal aus. Vielleicht heißt er bei dir auch TV. Setz mal die Verschlusszeit auf schnell, probier es mal aus, eine Bewegung einzufrieren. Zum Beispiel jemand springt in die Luft, ein Fahrrad fährt vorbei, Auto fährt vorbei, Hund rennt auf dich zu, Kind rennt auf dich zu, was auch immer, sowas. Und dann probier genau das Gegenteil mal aus, nämlich eine lange Verschlusszeit. Guck, wo du Schwierigkeiten vielleicht bekommst oder wo es auch genauso funktioniert, wie du es dir vorstellst. Und dann hast du eine coole Technik, die du in Zukunft umsetzen kannst. Das war die 10. Lektion aus meinem Videokurs Einfach Fotografieren lernen. Ich habe mein Fotografiewissen aus den letzten 12 Jahren in diesen Kurs gepackt. Und das Besondere ist, diesen Kurs gibt es auf lernvonben.de zum Kaufen oder kostenlos hier auf YouTube. Wir releasen nämlich eine Episode jeden Monat. Das heißt, über 2 Jahre ist der komplette Kurs kostenlos hier auf YouTube verfügbar. Du kannst also entscheiden, ob du unsere Arbeit unterstützen möchtest und dir den Kurs kaufen und in deinem ganz eigenen Tempo gucken oder wartest einfach, bis jede Lektion hier released ist. Und ich habe auch noch eine Frage für dich, um zu gucken, ob du aufgepasst hast heute. Und zwar, was musst du einstellen im S- bzw. TV-Modus? Ist es A, die Verschlusszeit, oder ist es B, die Blende? Unter allen richtigen Antworten verlose ich einmal den Kurs. Also schreib's unten in die Kommentare. Abonnieren-Knopf drücken, nicht vergessen, Glocke nebendran auch aktivieren, dann wirst du immer über jedes neue Video informiert, auch über jedes neue Video hier aus diesem Fotokurs. Und natürlich Daumen nach oben nicht vergessen. Und ich mache jetzt noch ein paar Fotos. Bis dahin, mach's gut und ich sage ciao, ciao und au revoir aus der Bretagne.